Hallo und willkommen nochmal zum Hypefizz-Display. Wir machen hier nochmal an. Ich habe mittlerweile ein paar Tachoscheiben verbaut. Das sind die vom Passat. Darum sieht das da oben ein bisschen komisch aus, also nicht wundern bitte. Und der EEPROM ist noch nicht angepasst. Darum haben wir jetzt hier auch gerade noch den Immobilizer, dem das hier gar nicht gefällt. So, Radio ist wieder leise. Jetzt gucken wir, was wir hier für Optionen haben. Das war immer ein bisschen dunkler. Im Mobilizer klicken wir erstmal weg. Wir haben jetzt eine Geschwindigkeit. Wir haben jetzt hier nämlich die richtige Software drauf. Aber wie im letzten Video schon erwähnt, ist einfach nur ein kleines Softwareproblem gewesen, dass das so komisch aussah. Wir haben den Tank ein bisschen aufgefüllt. 35 Liter haben wir drin, das passt. Die Batterie ist auch wieder ein bisschen voller, weil ich ein Stück gefahren bin. Was steht denn da oben links für eine Temperatur? 40,5. Ist das wohl eine Öltemperatur? Das wäre doch schön, wenn es eine Öltemperatur wäre. Ich verrate euch, es ist eine Öltemperatur. Da habe ich gerade schon nachgeguckt. Was das hier ist, muss ich noch rausfinden, aber ich lese ja die Anleitung, ihr kennt das ja. Boost werden wir in dem Fahrzeug nicht viel finden. Da haben wir die Öltemperatur. Jetzt fragt ihr euch natürlich, kann man auch den Ölstand auslesen? Selbstverständlich kann man auch den Ölstand auslesen. Entweder hier, ja genau. Sogar schön mit Ölstandsbild, Ölpeilstabbild. Nicht schlecht. Jetzt gucke ich mal, wie ein bisschen wackel im Auto, ob das, wie schnell das aktualisiert. Na gut, ein Benzintank würde sich jetzt aktualisieren, beim Öl wahrscheinlich nicht. Passt auch ungefähr. Ich habe nämlich heute einen Ölwechsel gemacht. So, jetzt gehen wir mal wieder komplett zurück. So, und was haben wir hier noch? Sind wir wieder bei Geschwindigkeit. Die Zeit da unten läuft einfach weiter. Das passt. Die Uhrzeit da oben holt er sich, wie schon gesagt, einfach aus dem Messwertblock. Wenn ich jetzt nochmal in das Menü gehe, hier können wir Diagnose von Steuergeräten durchführen. Zum Beispiel die Messwertblöcke, die wir hier durchschalten können. Hier sehen wir auch, warum die Wegfahrsperre nämlich gerade leuchtet als Beispiel. Ah, das ist, glaube ich, ein kleiner Fehler. Das ist keine Barangabe. Ich glaube, das sind Sperrzeiten. So, gehen wir wieder zurück, indem wir einfach wieder die Menütaste hier, also die Reset-Taste halten vermutlich. Oder auch nicht. Wir kommen wieder raus hier. Wie kommen wir hier wieder raus? Ach, einmal kurz drücken. Okay, ich bin auch blöd. So, Fehler kurz können wir auslesen. Ob das jetzt alles passt oder daran liegt, dass der Tacho neu drin ist. Wir werden es gleich erfahren. Na gut, der ist auf Passat kodiert noch, ne? Der sucht den Temperaturgeber auf dem Ken und da wird er den nicht finden. So, andere Steuergeräte ersparen wir euch. MFA, sehen wir MFA-Daten. Status ist wie vorhin gezeigt. Panel, weiß ich noch nicht, was das genau ist. Parktronic haben wir nicht, aber ansonsten würden wir jetzt hier wahrscheinlich in Zentimetern vermutlich sehen, wie weit wir zurückfahren können. Alarm, weiß ich auch nicht, was das ist. Inspektionsservice können wir hier zurücksetzen und ändern. Muss noch ins Englische übersetzt werden. Settings sind zu diverse Einstellungen. Fuel Price, das habe ich vorhin lustigerweise geändert, aber jetzt ist es wieder auf 5 Euro. Vielleicht speichert das nicht richtig. Backlight, da fragt auch hier wirklich die Diode ab. Ne? Kann ich euch das gerade zeigen, wenn ich hier zuhalte? Ja doch, es ändert sich ein bisschen was. Ist schon recht dunkel. Es ist nicht 11 Uhr, es ist, glaube ich, 20 Uhr oder so. Da hier lassen sich die Einheiten ändern. Skins und Vehikel lassen sich hier ändern. Ja,
Radio und Navi. Was können wir da machen? Wissen wir noch nicht. Hier gibt es Updates, Restart, VCDS-Mode. Schaltet wahrscheinlich dann die K-Line wieder frei, nehme ich mal an. Schnee gibt es auch. Und das Wichtigste. So. Da waren wir gerade schon. Laptimer habe ich noch nichts ausprobiert, weil, wie gesagt, das Fahrzeug steht gerade, weil Wegversperrung nicht passt. Info haben wir, eine Software-Info. Ja, das war es jetzt erstmal grob. Danke fürs Zuschauen, danke an Piotr fürs Zuschicken vom Display. Und demnächst wird da noch ein Video zu kommen. Nur das wollte ich jetzt mal nachschieben, weil das letzte Video so mit diesem kleinen Grafikproblem geendet ist. Aber wie gesagt, das ist ja nur ein kleines Softwareproblem gewesen, was jetzt natürlich gelöst ist und was daran liegt, dass ich eine Testversion drauf kopiert habe. Also da kann das Modul nichts für. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Naja, machen wir nochmal aus hier. Dann zeigt er das an. Wenn ich aussteige, macht er das da. Licht. Tür zu. Fertig.